Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit dem HTML-Tutorial. Und wie im letzten Video schon angekündigt, gibt es dieses Mal ein weiteres Attribut, wie man Benutzeraktionen abfragen kann. Und zwar nehme ich das hier einfach mal raus. Oder nee, ich lasse es drin, dann kann ich zeigen, dass man die auch kombinieren kann. Und dann mache ich hier ein neues Attribut, und zwar on, natürlich mit Lücke, on mouse over ist gleich doppelte Anführungszeichen, und dann mache ich dieses Mal eine Konsolenausgabe, und zwar mit console.log, und dann schreibe ich hier hin eine Sache, die ich jetzt allerdings erst erkläre, und zwar, was macht dieses onMouseOver? Das macht, wenn ich hier die Maus habe, kann ich die irgendwo hinbewegen und es stört das ganze Teil nicht, aber wenn ich die auf den Button drauf bewege, dann wird das hier einmal ausgelöst. Jedes Mal, wenn die Maus auf den Button drauf geht und vorher nicht drauf war, wird das hier ausgelöst. Also, die Maus wurde auf den Button bewegt. Ausrufezeichen. So. Und jetzt brauchen wir natürlich, damit wir das testen können, auch die Konsole. Die öffne ich mal mit F12. Das sollte in den meisten Browsern gehen. Und dann lade ich die Seite neu. Und jetzt mache ich irgendwas mit der Maus und es passiert nichts. Bei den Links und so weiter auch nicht. Allerdings, wenn ich auf den Button gehe, seht ihr hier unten, die Maus wurde auf den Button bewegt. Und wenn ich nochmal auf den Button gehe, seht ihr hier eine kleine rote 2. Das heißt, diese Ausgabe wurde zweimal gemacht. Allerdings zweimal hintereinander, und damit der Browser die Konsole nicht voll spammt mit diesem, die Maus wurde auf den Button bewegt, schreibt ihr hier halt eine rote 2 hinter. Und das kann ich auch ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal machen. Und das bei OnClick geht natürlich immer noch. Und ganz wichtig, wenn dieses Alert hier ist, wird das nicht aufgerufen. Nein, so. Nur wenn das Alert weg ist. Und dann kann man hier schön fast schon so ein halbwegs kleines Minispiel haben, wo man einfach hier diese Zahl in die Höhe schießen lässt. Das ist ja fast schon spaßig. So, und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.